Heiße Mädels, knappe Sachen, alles andere wird Slits lieber nicht machen. Willkommen wieder zurück bei Crystal Angel 3000 mit dem Spiel World of Final Fantasy. Ja, lang ist es her. Ich tue mich jetzt schon mal vorher schon mal entschuldigen. Aber ich hatte einfach keine Muse. Muse? 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 Ja, sagen wir mal so, eher, ich hatte eher keine Lust, gerade irgendwie was weiterzuspielen. Ich hatte auch andere Programme, so wie Portal Knights und Tekken, was momentan auch hier im Start ist, so wie Call of Duty mittendrin, so ein paar Sachen. Also ich hatte gerade nicht so viel Lust auf Final Fantasy, wo ich eigentlich das Spiel sehr, sehr liebe. Und ja, ich kann mich noch ganz gut erinnern, wo wir stehen geblieben sind bei der Ultima Weapon. Und wir haben es ja ein paar Mal versucht und jedes Mal sind wir dran verreckt. Die Frage ist jetzt, ich weiß es gerade nicht, ich habe das letzte Video nicht mehr gesehen und somit weiß ich es auch nicht gerade, wo wir, ob ich jetzt doch schon trainiert habe oder nicht. Wir können ja mal gucken. 6000. Ich könnte ja sagen, komm, lass uns noch mal diese Runde noch ein bisschen trainieren und in der nächsten Runde machen wir. Aber ich weiß es nicht. Das Wichtige ist, was ich mich noch erinnern kann, ist auf jeden Fall, dass wir haufenweise Damage machen müssen, weil ja nach einer gewissen Zeit hört er automatisch auf. Und wir müssen halt, bevor das aufhört, ihn fertig machen. Definitiv. Deswegen sage ich einfach mal, wir gehen es einfach mal zum dahin. Wir gehen dann einfach mal jetzt zu einer Session. Ich hoffe, die Musik und so ist alles so gut, weil ich ja direkt von der PlayStation 4 jetzt mal aufnehme, statt über die HD Elgato Gaming Card oder etc. Wie auch immer jetzt. Wenn nicht, dann kann ich mal die Musik noch ein bisschen leiser stellen. Kristallturm, da waren wir zuletzt, ne? Das war auf jeden Fall das letzte Level. Meerestempel. Auf jeden Fall müssen wir jetzt gucken. Ja, komm, gehen wir nochmal zum Kristallturm. Das sind eigentlich die höchsten Gegner momentan am Start. Und ja, schauen wir mal einfach mal, gucken wir mal einfach mal weiter, oder? Zeit muss ich kurz gucken. 16 Uhr, okay, 9 Minuten haben wir jetzt hinter uns, sagen wir mal so, aber ich glaube weniger. Und auf jeden Fall auf den roten Kristall. Ich hoffe echt, die Musik haut hin. Wenn nicht, dann tut es mir jetzt schon mal leid. Jetzt schauen wir mal einfach mal. Aber wir können ja mal ganz kurz. Nein. So. Einstellung. Textgeschwindigkeit. Ja. Sprachausgabe lassen wir mal hoch. Oh ja, ist eigentlich schon die Hälfte. Sollte eigentlich gut sein. Lassen wir es einfach mal, oder? Lassen wir es einfach mal so stehen und dann sehen wir einfach mal weiter. So. Wir haben den da dabei. Warum habe ich den dabei? Ich habe keine Ahnung. Wollte ich den leveln? Kann sein. Ja. Egal. Wie auch immer. So. Laufen wir erstmal hier runter. Warten wir bis auf den ersten Gegner. Ich denke mal, den werden wir ganz schnell platt machen können. Ah, ist das Spiel schön. Lange nicht mehr gespielt und schon wieder so viel Kristall und Eis. Ah, ich liebe Winter, absolut. Winter ist sehr schön. Ich freue mich, wenn es wieder in der Herbst kommt. Da weiß ich schon mal noch, noch ein, zwei Monate. Und dann fängt es an wieder zu schneien. Hoffe ich mal sehr. Weil, naja, so. Da ich ja in Thailand war, war die Hitze ja sehr gut eigentlich. Aber hier, Katastrophe. So. Okay. Schwachpunkt, okay, der war auch schon mal gut. Haben wir Flairstar. Boom. Einer down. Dunkelung. Schwachpunkt. Autsch. R1 ist Vorspulen. Ha, das weiß ich noch. Habe ich auch sehr oft gemacht. Nochmal Flair Star, komm schon. Okay, er ist down. Teurer, komm schon. Und down. Game over. So. Stufenaufstieg. Ich würde sagen, wir machen bis 56. Das wird doch mal eine Weile gehen, oder? Puh. Money haben wir genug, also Gil.
Das ist eigentlich nicht das Problem. Ich denke mal eher das Leveln. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo man jetzt so richtig leveln sollte. Ich wollte mich auch mal informieren, wo ich eigentlich Dings bekomme, wo ich den ja, Bahamut finde. Nicht Bahamut, ach, was laber ich denn da? Ja, auch, wäre auch nicht schlecht. Aber ich denke eher der Odin, genau, bei dem Friedhof von den Zügen. Also, ja. Müsste ja dort sein, aber ich bin letztes Mal durchgelaufen, habe überhaupt nichts gefunden. Ich glaube, das habe ich sogar aufgenommen. Wenn ihr es wisst, ab in die Kommentare. Aber sowas von gnadenlos. Come on. Da-da-da. So, und Batz. Konter. Irgendwie ist es irgendwie so schade. Oh, egal. Okay. Es muss sein. Er hat mich angegriffen. Ich wollte nicht kämpfen. Könnte ja jetzt jeder sagen. Also ich lasse es mal lieber. Buja. So. Leute, ich brauche Gegner. In der Arena kann man ja leider nicht leveln. Das finde ich auch ein bisschen schade. Aber was anderes bleibt mir jetzt nicht übrig. Ja. Das Pony wollte ich eigentlich auch schon haben, aber jedes Mal stirbt mir das vor mir hin. Ich greife jetzt einfach nur mal so an. Heilendes Horn. 200. Naja. Wachpunkt. Easy. Und weg. Wiedersehen. Dankeschön. Und weg. Das sind alles Peanuts, aber naja, klein Vieh macht auch Mist, heißt es doch immer so schön, oder? Dann müssen wir halt leider jetzt mal durch. Ich hoffe, es dauert nicht zu lang. Hi. So. Lachen wir mal die Treppen runter. So. Achso, das ist sie. Wieso? Verstehe ich nicht. Warte mal. Habe ich nicht Schneesturm? Schneesturm, warum ist das nicht eingestellt? Verdammt. Diamantenstaub, das würde ich gerne auch mal wieder haben. So, und komm, Flair Star. Wo bist du? Da. Nein! Falsche Taste. Naja, egal. Wird schon werden. Eisspitzen. Fällt mir ein. Naja, komm, die paar mache ich jetzt noch. Ich könnte eigentlich auch sagen, ich mache eine Story, die von dem namenlosen Mädchen wäre auch noch eine Idee, aber würde auch wieder zu lange dauern. So. Also, kann ich nicht. Was haben wir denn eigentlich hier für Erlöser? Sora. Haben wir Sora schon? Ragnarök? Ich glaube schon. Wir machen einfach ganz normal Angriff. So. Da wir wie so hohe Angriffswert haben. Ja, sag mal so, ich habe auch das gewisse Level schon halt, ne? Also. Extra Schaden. Aber das Einhorn lässt sich nicht einfangen. Das ist hart. Volltreffer.
So, da würde ich sagen, dann gehen wir mal nach oben. Sollte jetzt langsam mal in die Richtung gehen, wo ich denke mal, wenn wir mal bis oben angekommen sind, dass wir dann auch wieder, ja, das gewisse Level erreicht haben. Oder vielleicht auch etwas mehr, aber egal. Auf einer Linie geht es erstmal darum, erstmal ein Level abzumachen. Wenigstens eins. Das ist das Mindeste. So, wir nehmen Schlaf. Kein Schwachpunkt. Oh, we're gleich down. Ah. Okay. Aqua. Ah, Shiva, sie ist einfach die Beste. Und Level up, Level up, Level up, yeah. Über 60.000 Gil schon. Hier könnte ich mir alles kaufen jetzt, ja. Fast alles. Denke ich jetzt mal. Na komm. So. Irgendwie lustig. Ich tue jetzt gerade zum ersten Mal über die PS4 aufnehmen. Weil die ganze Soundkulisse und die ganzen Effekte und die Musik kam vorher gar nicht so richtig rüber. Irgendwie traurig. Oh, gleich mal Flares da kommt. Ich glaube, es ist heute lang. Nee? Okay. Aber jetzt. Easy. Oh, fast Level up. Fast Level up, meine Herren. Fast. So. Na komm. Come on, Baby. Come on, come on, come on. Komm, noch ein Kampf. Muss doch kommen. One battle. Danke. So. Was steht an, meine Freunde? Ah, kannst du mal. Aquara. Das tat weh. 400 Punkte. Nicht wirklich, aber. Ich könnte. Also Lightning habe ich auf Level 2 auf jeden Fall. Das kann ich schon mal reinhauen. Das würde schon mal helfen. Als Boost. Schauen wir mal. Nee, den will ich nicht. Hau ab. Sollte lang jetzt, oder? Nice. 56. Hier kommt die Maus. Okay. Passt jetzt nicht zum Spiel, aber naja. Und noch ein Kampf. Ah, okay. Wenn ihr unbedingt wollt. Ah ja. Jedes Mal dran. So, einfach ganz normal angreifen. Schon vor. Ah, tschüss, amigo. Let's go. Oder so. Jetzt springen wir mal ganz schnell zurück. Gehen wir mal schnell wieder runter. Ab zum namenlosen Mädchen. Und dann schauen wir mal. Ja, genau. Dann schauen wir mal. Ob wir diesmal packen. Ich hoffe sehr, sonst wäre es schade. So. Let's go. Komm. Whee. Ne, das war nichts. Okay, ich dachte, da wäre es gerade links gewesen. Aber ne, da ist nichts. Nix. Kann ich hier zurück? Nein, okay.
Dort ist das Tor. So, Tor verwenden. Yes. Whee. So. 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 Wir speichern. Halt, nein. Bevor wir speichern. Heldenembleme. Wir haben Yuna drinne. Die heilt komplett mit 1. Also die hat auf jeden Fall 2 Punkte. Ich bräuchte Angreifer mit 1 Stern. Krieger ignoriert Abwehr, erhöht die Abwehr der Gruppe. Oh, das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Tiefer ignoriert, erhöht die Stärke der Gruppe. Okay. 1 Stern. Präzision. Nee. Alles hin, also. Das Ausweichschwert. Nee, wir auch keiner. Erhöhten Magieangriffe. Ich glaube, das ist gut. So. Alles klar. Dann. Speichern. Wir sind über schon 30 Stunden. Sehe ich gerade. Also. Mal gerade unten. Wenn man links unten schaut. Gespeichert. Ja, fast 30 Stunden sind wir am Start. Boah, ne? Cool, oder? Geil. Jetzt weiß ich jetzt nicht. Puh. Ich mache hier einfach mal kurz einen Schnitt und dann kommen wir gleich wieder. Okay, bis gleich. So, wieder zurück. Ich habe mir gerade mal kurz mal die Wiederholung angeschaut. Hat alles funktioniert, ja, aber ich sehe links unten einen weißen Kasten. Warum auch immer. Ich verstehe es nicht. Okay. Es ist eine einzigartige Folge. Also ich werde davon über die PS4 nicht mehr aufnehmen, weil der Kasten unten nervt total. Brutal. So, okay. Alles klar. So, wir nehmen die Dame. So. Was jetzt? Seele berühren. So, jetzt probieren wir das einfach mal. Und schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Let's go. Wir können ja das alles hier überspringen. Wir kennen das ja im Endeffekt schon. Wir können direkt in den Kampfgeschehen reinspringen. Zähne überspringen. Yes. Da, 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 da. So. Jetzt bist du fertig, mein Freund. Ich mach dich fertig, mein Freund. Gestaltenmodus. Was? Wieso hat das so wenig Energie? Hä? Habt ihr das gerade gesehen? Wieso? Egal, ich hab's gesammelt. Ich hau's raus. Dann wird's wahrscheinlich kurz zerkommen. Warum auch immer. Fehler im Spiel? Ich hab keine Ahnung. Teppoko-Kyoudai. Kore mo kashi desu wa yo. Ach komm Leute, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder?
Ich tue fünfmal jedes Mal, tausendmal probieren und es funktioniert nie. Und jetzt auf einmal zweimal die Teile und fertig ist die Sache, oder was? Was ist passiert? Hab ich irgendwas verpasst? Ich hab keine Ahnung. Egal. Wir sind weiter. Hey! Wir haben alle besiegt. Ist doch mal was. Puh, na endlich. Oh, ich hab erstmal für immer genug vom Kämpfen. Ja. Puh. Aber sicher doch. Peace Cloud. Check this out. Gott, ich lasse es lieber mal so zu quatschen. So. Ich wollte gerade sagen, wieso ich das PlayStation-Menü, aber das ja auf dem Fall fancy wird. バハムト王たちがいる場所が分かったわ。マジで。大魔事よ。どこですか？鎖の先。あ？鎖？バハムト軍が侵略している町から、空に鎖が伸びてることは知ってるでしょう。え、まさか。そのまさかよ。あの鎖は、すべて同じ場所から打ち込まれてることが分かったの。その大元に、バハムト王の居城がある。 空に浮かぶ城ということですか。そうね。このバラムガーデンみたいなものかもしれない。じゃあ、この飛空艇で乗り込めばいいのです。無理よ。奴らの城はこのガーデンよりはるか上空にあるの。飛空艇の限界高度のさらに上になるわ。マジかよ。じゃあどうすんだ。まずはカテドラルに向かってみて。カテドラル。 連邦に所属してた町の中心に必ずある建物。クリエイターに選ばれた者しか入れない聖域。そこで何が起こってるか、その目で見て。その後で居城への行き方を説明するわ。Okay, eine Kathedrale finden. Okay. Und eine Trophäe. Der Entscheidungskampf. Okay, da sind wir gleich da. Eine Kathedrale. Ja, genau hier, wo wir angefangen haben. Ja. Wir sollen die nächste Stadt mit einer Kathedrale aussuchen. Jawohl, aber hier ist ja auch ein Riesenturm eigentlich, meine Damen und Herren. Normalerweise. würde ich sagen... Man kann die Karte öffnen? Ne, okay. So. Achso, X. Huch. ja. Okay. So, jetzt schauen wir mal, ob wir was finden. Das Tor verwenden. Städte. Da ist zum Beispiel eine. Komm, wir gehen einfach mal hin. Soll ja bestimmt nicht gleich sofort durchstarten. Hoffe ich mal. Genau. Okay. Gut. Wir sind hier jetzt und wir könnten jetzt rausgehen. Blamperegion. Kann man hier speichern? Speichern. Genau. Speichern. Genau. Aber bevor wir speichern, sage ich jetzt schon mal erstmal Wiedersehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, wir sind jetzt beide am Ende und ich werde jetzt noch eine weitere Folge aufnehmen, aber diesmal mit der Elgato, weil da ist doch besser das Bild, sage ich mal so, weil links unten, das nervt ein bisschen. Okay, alles klar. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schaut mal bei Mapster 23 vorbei. Der hat auch wieder haufenweise Videomaterial zu Call of Duty, Modern Warfare Remastered und
Infinite Warfare und den Retro Friday. Sollte eigentlich auch bald kommen. Hatte, glaube ich, ein Info-Video, ne? Also dann, bis zum nächsten Mal. Euer Chris Angel. Ciao, ciao.